Hey Twilight Sparkle, wieso hast du denn angehalten? Es regnet doch so stark. Lass uns nach Hause fahren. Pinkie Pie, ich glaube, der Zug ist kaputt. Ich kann nicht mehr weiterfahren. Hier können wir nicht bleiben. Wir müssen schnell nach Hause. Los, es geht hier entlang. Pinkie Pie, bist du sicher? Ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Nein, hier lang. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Oh je. Ich habe heute in meinem Hotel überhaupt keine Gäste. Ich glaube, das liegt am schlechten Wetter. Hey, Pinkie Pie, schau mal. Da vorne ist ein Licht. Lass uns da hingehen. Oh, zwei kleine Ponys. Hallo, uns ist so kalt. Was habt ihr denn bei dem schlechten Wetter draußen zu suchen? Wir waren auf dem Weg nach Hause. Da ist unser Zug kaputt gegangen. Und jetzt finden wir nicht mehr den Weg nach Hause. Ihr könnt heute Nacht doch in meinem Hotel bleiben. Pinkie Pie, ich habe aber gar kein Geld dabei. Ponys, das macht doch nichts. Ich werde euch bei diesem schlechten Wetter nicht wegschicken. Ihr könnt gerne in meinem Hotel bleiben. Dankeschön, das ist lieb von dir. Ponys, ich weiß, ihr friert. Ihr könnt gern hoch ins Zimmer. Da haben wir Decken, damit es euch wieder schön warm wird. Da kommt der Aufzug. Los! Wow, das ist aber ein schönes Zimmer. Finde ich auch. Ha, prima. Hier hat's Decken. Mir wird's schon schön warm. Mir auch. Ich hab im Backofen Muffins. Das mögen die Ponys sicher. Und dazu gibt's Milch. Ich mach die Milch warm. Was riecht hier denn so gut? Ponys, das sind frische Muffins und warme Milch. Yummy, yummy. Lasst's euch schmecken. Die Ponys werden in meinem Hotel eine schöne warme Nacht verbringen. Und morgen früh lasse ich den Zug reparieren, damit sie wieder nach Hause können. Tschüss! Na, gefällt's dir auf dem Campingplatz? Wir werden jetzt öfters selten gehen. So viel Holz müsste genügen. Jetzt kann ich unser Lagerfeuer anzünden. Wo kommt denn auf einmal der Wind her? Oh je, Barbie, ich glaube, es fängt auch gleich an zu regnen. Auf dem Weg hier habe ich ein Hotel gesehen. Vielleicht sollten wir da hingehen. Ja, lass uns schnell gehen, bevor es anfängt zu regnen.
So, Sophia. Die Formalitäten fürs Auschecken sind gleich erledigt. Das war's. Ich hoffe, ihr macht bald wieder Urlaub in meinem Hotel. Wir hatten eine tolle Zeit in deinem Hotel, Nicole. Bis zum nächsten Mal. Schau mal, Barbie. Das ist das Hotel. Das ist aber schön. Guten Tag. Oh, guten Tag. Willkommen in meinem Hotel. Haben Sie ein Zimmer frei? Sie haben Glück. Es ist eben ein Zimmer frei geworden. Ah, wir haben Glück, dass wir ein Zimmer bekommen haben. Ich gehe ja gern zelten, aber in einem so schönen Hotel zu bleiben, wird mir auch gefallen. Ihr Zimmer ist im obersten Stockwerk. Hier ist der Schlüssel. Ich rufe gleich den Aufzug. Da ist er auch schon. So, bitteschön. Dankeschön. Was für ein schönes Zimmer. Mal das Schlafzimmer anschauen. Dieses Bett ist ja himmlisch. Ich bin so froh, dass Barbie das Zimmer gefällt. Allerdings, dass wir nicht grillen können, das ärgert sie sicher. Ach, ich rufe mal die Rezeption an. Vielleicht kann Nicole mir da weiterhelfen. Rezeption? Ah, Ja, natürlich. Wir haben im Garten einen Grill. Geht in Ordnung. Barbie, ich habe eine Überraschung für dich. Wir können im Garten des Hotels grillen. Oh, wirklich? Na dann los. Alles brutzelt schön vor sich hin. Dum, da, dum. Was für ein tolles Wochenende. Wir übernachten in einem super Hotel und wir grillen sogar. Wer sollte in der nächsten Folge in mein Hotel kommen? Schreib's mir in die Kommentare. Tschüss. Oh, hallo Freunde. Willkommen in Nicoles Hotel. Ich will gerade mal schauen, ob für heute Nacht jemand ein Zimmer reserviert hat. Ah, Torolei kommt heute. Da bin ich auch schon. Miau. Hallo Torolei, willkommen in meinem Hotel. Ja, hallo. Miau. Ich hoffe, ihr habt hier einen Parkplatz für mein Auto. Torolei, schau mal. Du kannst deinen Wagen in meiner Garage abstellen. Ah, nein. Oh, nee. Die Garage ist zu klein. Mein Auto passt da nicht rein. Jetzt aber... Oh, na endlich. Das Auto hat doch gut reingepasst. Geh bitte auf die Seite, damit ich das Garagentor wieder schließen kann. Oh je! Torolei, hast du dich denn schon für ein Zimmer entschieden? Miau. Ja, natürlich. Ich möchte das allerschönste Zimmer. Miau. Okay, dann musst du in die oberste Etage. Hier ist der Aufzug. Oh, zum Glück gibt es einen Aufzug. Und ich muss keine Treppen steigen. Ich habe im Auto meine Tasche vergessen. Bringst du sie mir bitte? Ja klar, Torolei. Ich schicke sie sofort hoch.
Mal schauen, ob dieses Zimmer auch wirklich das Beste im Hotel ist. Miau. Der Fernseher ist ja ganz okay. Was denn? Soll das etwa ein Schrank sein? Der hat ja nicht mal Türen. Miau. Miau. Ja, das Schlafzimmer ist ja gar nicht schlecht. Mal schauen, ob es auch bequem ist. Nein, das Bett ist viel zu hart. Miau. Ich muss sofort die Rezeption anrufen. Ja, hallo? Ja, Torolei? Die Matratze ist zu hart. Ja, okay. Ich bring dir gleich eine weichere. Geht klar. Und ein Kissen und eine Bettdecke. Okay. Matratze. Kissen. Bettdecke. Hallo, Torolei. Ich habe deine Tasche gebracht. Und natürlich auch frisches Bettzeug. Ja, okay, das Bett ist jetzt, es ist besser. Die Blumen möchte ich hier aber nicht. Vielleicht bekomme ich eine Allergie. Okay, Torolei, dann nehme ich die Blumen wieder mit. Am besten, ich nehme mal ein schönes heißes Bad. Miau. Ich wollte ein heißes Bad nehmen. Dieses Wasser ist nur lauwarm. Ja. Oh, hallo Torolei. Was kann ich für dich tun? Eigentlich wollte ich ja ein heißes Bad nehmen. Hab aber gemerkt, dass ihr nur lauwarmes Wasser habt. Na egal, ich hab Hunger. Ich möchte was essen. Torolei, es dauert noch 2 Stunden, bis es Abendessen gibt. Aber ich kann ja einen Snack für dich vorbereiten. Noch 2 Stunden? Ja gut, ein Snack tut's auch. Mach mir doch bitte ein Fisch-Sandwich. Okay, du kannst gern mal hoch in den Essbereich und ich bereite so lange dein Sandwich vor. So, bitteschön, Torolei. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Noch ein bisschen Soße drauf. Miau. Ich muss zugeben, das Sandwich ist gar nicht mal so schlecht. Miau. Guten Appetit. Es ist gar nicht so einfach, Torolei alles recht zu machen. Ich hoffe, mein nächster Gast ist ein bisschen einfacher. Tschüss.